Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es und so weiter. Hallo und herzlich willkommen zum lang erwarteten Review zu Herr der Ringe. Mehrmals schon angefragt, entschloss ich mich nun, das Ding endlich rauszuhauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Kaum zu fassen, dass die Herr-der-Ringe-Trilogie schon fast so alt ist, dass sie ihr eigenes Bier kaufen könnte. Kaum zu fassen, dass wir vor 14 Jahren nicht einmal wussten, dass Fantasy-Filme badass sein können. Bis dieser Mann hier auftauchte. Der Neuseeländer Peter Jackson. Vorstellen muss ich ihn wohl nicht, da der Name neben Spielberg, Lucas und Nolan schon fast zum Einmaleins der Filmfreaks gehört. In der Zeit vor Herr der Ringe machte er einige Low-Budget-Filme, die von Horror auf Kunst übersprangen. Heavenly Creatures setzte ihn mit der Oscar-Nominierung zum besten Drehbuch auf die Karte und brachte ihn dazu, seinen Traum zu erfüllen. Doch Jacksons Traum zur Herr-der-Ringe-Trilogie stand noch etwas im Weg. Er musste nämlich erst die Studios davon überzeugen, dass man das wirklich verfilmen konnte. Miramax, der American Distributor von Heavenly Creatures, war dem Ganzen nicht so Trost und hat ihm gesagt, es wird keinen Film geben. Er hat am Anfang ein Konzept für einen zweiteiligen Herr-der-Ringe-Film ausgearbeitet, doch das fanden die dann auch nicht so knorke, wollten einen einzigen Teil. Er ging dann letztendlich zu New Line Cinema. Und da gab es einen neuen Producer, der sich mit Peter Jackson anfreundete. Unter einer einzigen Bedingung durfte Peter Jackson jetzt endlich loslegen und anfangen zu griffeln, zu filmen und zu post-productionieren. Die Bedingung war, es sollten 3 Filme werden. Und es stellte sich heraus, dass dieser Traum nicht nur den Fans gefiel, sondern auch der Academy. Und in den Jahren von 2001 bis 2003 kassierte die Herr-der-Ringe-Trilogie mehr Oscars, als Jackson hätte tragen können. Zudem war der Ringkrieg ein Box-Office-Erfolg und spielte bei einem Budget von 280 Millionen Dollar sage und schreibe 2,9 Milliarden Dollar ein. Und weil wir gerade bei Extremen sind, aus Peter Jackson wurde kurzerhand auch dieser Typ hier. Und dann dieser Typ. Wenigstens ist er dem Jojo-Effekt nicht ganz zum Opfer gefallen. Man sollte erwähnen, dass ich die Theatrical Version schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe und mich hierbei nur auf die Special Extended Editions berufe, die in der Regel ungefähr eine Stunde länger sind als die Kinoversion. Also seid überrascht, wenn ihr die ein oder andere Sequenz seht, die ihr noch niemals zuvor gefunden habt. Ich werde dieses Review komplett aus Screenshots zusammenschnibbeln, die ich während dem Filmen gemacht habe. Das bedeutet, Screenshot, ausschnibbeln, einsetzen. Fangen wir also an. Hier haben wir auch schon das New Line Cinema Logo an A All Time Warner Company. Hier habe ich dann schon den ersten Fun Fact für euch. Dieses Logo ist von Wingnut Films und Weta neu kompositioniert worden, da Peter Jackson von New Line Cinema ein altes Logo zur Verfügung bekam und er hat gemeint, hey, sollen wir euch das nicht ein bisschen auffrischen? Die haben gemeint, ach, warum nicht? Und deswegen haben wir seit 2000 das neue Logo, was uns Peter Jackson brachte. Der Film beginnt auf Schwarz und Galadriel erzählt uns, dass die Welt im Wandel ist und dass niemand mehr lebt, um sich daran zu erinnern, obgleich schon sehr, sehr viele noch am Leben sind, die sich daran erinnern. Aber das ist vollkommen egal, weil der Spruch super cool ist. Wir sehen hier in der Intro, dass es Ringe gibt in der magischen Welt von Herr der Ringe. Wir sehen die Menschen, die vor allem nach Macht lüstern. Sie wurden alle betrogen, denn Sauron, der Meister des Bösen, hat einen Meisterring erschaffen, um alle anderen zu beherrschen. Das ist natürlich nicht so gut, wenn der Frieden gerade aus der Balance geworfen wird und Sauron letztendlich über das unschuldige Mittelerde herfällt. Ein Ring, sie zu knechten. Wir sehen dann auch sofort unsere erste große Schlachtsequenz, die dann auch schon bald das Aushängeschild dieser Trilogie werden. Richtig fette Schlachten, die man heute noch sehr gut anschauen kann. Der Film, wie sagen die Amerikaner, it ages well. Er altert sehr schön, so ähnlich wie Steven Spielbergs Jurassic Park. Man kann sich sowas wirklich nach fast 20 Jahren immer noch anschauen, ohne die Grütze zu kriegen. Doch Sauron taucht auf dem Schlachtfeld und die freien Völker von Mittelerde bekommen eine ordentliche Abreibung. Wäre da nicht Isildur, Sohn des Königs,
der von Sauron persönlich niedergeschlachtet wurde. Isildur ergreift seines Vaters Schwert und schneidet den Ring von Sauron, der aus irgendeinem Grund auf einmal greift nach dem Sohn des Königs. In einer vollkommen übertriebenen Sequenz, aber es ist natürlich super cool, platzt Sauron in einer gewaltigen Energiewelle aus Bosheit? Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring geht an Isildur, der von nun an, okay, wir haben es schon verstanden, die Menschen verhalten sich nicht sehr edel. Und hier sehen wir auch schon unsere erste Extended Edition Sequenz. Isildurs Konvoi oder Karawane oder was auch immer wird von Orks überfallen und er benutzt den Ring zur Flucht. Das hilft ihm allerdings nicht sehr viel, denn der Ring hat bekanntlich, wir Fans wissen das, ein Eigenleben und entscheidet sich, Isildur zu verlassen. Jedenfalls wird er sichtbar und die Orks denken sich, no scope. Nach einer gewissen langen Zeit, nämlich 2500 Jahre, weiß niemand mehr um den Ring. Man hat ihn einfach vergessen. Das finde ich eine der ersten guten Sachen in Herr der Ringe. Dass es eine richtig ausgewogene, epische und lang erzählte Geschichte ist, die dem Buch auch wirklich gerecht wird. Nun gut, wer findet den Ring? Es ist ein Wesen, einem Hobbit, gar nicht so unähnlich, wie wir dann auch in Teil 3 erfahren. Ein Flussvölkerling namens Smeagol oder Smeargol, der dann später nur noch unter Gollum bekannt ist. Im ersten Teil der Herr der Ringe Trilogie sehen wir ihn nur als das Geschöpf Gollum, der es tief hinein in die Nebelgebirge trägt, sein neues Schmuckstück, und dort verfällt er dem Ring. Und ja, da wir gerade dabei sind, ja, tut ja weh. Doch der Ring verlässt Gollum nach einem unnatürlich langen Leben und wird von einem Wesen gefunden, wo er nicht wirklich gedacht hat, dass er mal in solche Hände gerät. Bilbo Beutlin aus dem Auenland, hier gespielt von Ian Holm, der natürlich ein wenig Farbe in die Haare kriegt, um sie dann später leider wieder zu verlieren. Was ich ein wenig ungeschickt finde, aber da kann ich natürlich einfach mit einem Augenzwinkern sagen, man kann ja nicht alles perfekt machen, ist, dass sich diese Sequenz nicht mit dem Hobbit überschneidet. Das heißt, der Ringfund in Peter Jacksons 2012er Film The Hobbit ist anders, aber das macht nichts. And now comes the time when hobbits among all other creatures. Und hier sehen wir eine der wunderschönen Neuerungen für die Special Extended Editions, neue Title Cards. Sie befinden sich an anderen Stellen, bis auf Return of the King, die ist noch an der gleichen Stelle. Er hat das, wie es im Audiokommentar zu hören ist, nur gemacht, dass man wirklich merkt, dass man etwas richtig anderes in der Hand hat und nicht nur den Theatrical Release. Der Film beginnt in Retrospekt jetzt natürlich noch viel cooler, da der Hobbit mit der gleichen Sequenz beginnt. Wir sehen Bilbo, wie er sein Buch There and Back Again, A Hobbit's Tale schreibt, hin und wieder zurück, was auch der Untertitel des dritten Hobbit-Films sein wird. Dieses erste Kapitel wurde vollkommen aus der Kinoversion herausgeschnitten. Concerning Hobbits, über Hobbits ist das erste Kapitel in J.R.R. Tolkiens langem Wälzer Der Herr der Ringe und erzählt einfach nur über die Belanglosigkeit und die Schönheit des Lebens unter den Hobbits im Auenland. Wir sehen dann das wunderschöne Set in der Nähe von Mata Mata, das übrigens heute immer noch steht. Es wurde für den Hobbit nochmal ausgeweitet und man kann das besuchen, allerdings zu einem horrenden Preis. Wir sehen Samwise Gamgee, der Gärtner von Frodo Beutlin, der schockierenderweise als Gärtner adressiert wird in die Gefährten. Allerdings sieht man nie, wie er die Gartenarbeit wirklich verrichtet. Damit werden wir auf die Special Extended Edition vertröstet. Da sehen wir den jungen Mann, wie er sich um die Blumen kümmert. Hier haben wir jetzt den Theatrical Release Starting Title. Hier sehen wir Frodo Beutlin, gespielt von Elijah Wood, der gerade in einem Buch schmückert und Gandalf auftaucht. A wizard is never late, Frodo Baggins. Hier sehen wir Gandalf den Grauen, gespielt vom großartigen Sir Ian McKellen. Ich muss hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass das wirklich alles echt ist. Da ist kein verficktes CGI, unrealistischer Dreck. Das haben die alles gebaut und das verdient meinen größten Respekt. Während die beiden auf Gandalfs Wagen in Richtung Beutelsend fahren, sehen wir eine weitere Extended Cut Sequenz,
die uns Bilbo zeigt, der panisch nach etwas sucht, was man leicht verlieren könnte. Was könnte es sein? Vielleicht der Ring? Wir schneiden dann wieder auf die beiden, wie sie unterwegs sind, Richtung Beutelsend und sehen den Typen. Oh ja, jeder von uns kennt diesen Fan. Frodo springt ab und Gandalf kommt an. No admittance except party business. Das sehen wir auch wieder in The Hobbit. Das finde ich zwar ein bisschen forciert, dass wir es in Unexpected Journey wiedersehen, aber ich finde es doch ganz nett, um die beiden Trilogien zu verbinden. Gandalf trifft nun endlich auf Bilbo. Eine lang erwartete Wiedervereinigung, wie wir jetzt mittlerweile wissen, oder wenn jemand das Buch der Hobbit davor gelesen hat, dann weiß er das natürlich auch. Aber wir haben hier einen zweiten Kontinuitätsfehler, wenn man die Hobbit-Trilogie in den Kanon einführt. Natürlich sagt er hier, you haven't aged a day. Das mag stimmen, wenn man nur den Prolog zu Die Gefährten in Betracht zieht. Sieht man allerdings The Hobbit, ja, er ist definitiv älter geworden. Hier haben wir einen der ersten Compositive Shots in diesem Film. Ian McKellen und Ian Holm haben nicht nur Ian gemeinsam, sondern sie sind auch gleich groß, aber das sieht man hier nicht. Der beste Effekt ist der, den man nicht bemerkt. Peter Jackson ist ein Meister seines Faches und das beweist er hier in dieser 12 Jahre alten Sequenz, die sich wunderschön ansieht und man merkt den Effekt nicht. Wie dieser Effekt erzielt wurde, es wurde mit einer Motion Control Camera dieser Shot einfach zweimal gemacht. Die beiden Schauspieler wurden separat aufgenommen und dann wurde es überblendet. Das mit dem Hut und mit dem Stab ist natürlich ein Geniestreich. Jeder fragt sich, ob das, ja, das war ein Outtake und Peter Jackson wollte es im Film behalten, weil er die Quirkiness von Ian McKellen sehr gerne in den Gandalf-Charakter übernehmen wollte. Also Ian McKellen hat sich da wirklich die Birne angehauen und es ist einfach im Film geblieben. Während Bilbo irgendwas auf Screen macht, sieht Gandalf den Lonely Mountain auf einer Karte. Wink, wink, The Hobbit, wink, wink. Und hier haben wir wieder einen Compositive Shot. Dieser Tisch besteht aus drei verschiedenen Elementen, die sich mit der Kamera linear bewegen, um uns die Illusion zu geben, dass diese beiden Menschen wirklich nicht gleich groß sind. Sie stehen außerdem nicht auf der gleichen Höhe. Während sie sich so unterhalten, meldet Bilbo, er möchte ganz gerne das Auenland verlassen und Berge sehen. Berge Gandalf. Währenddessen fummelt er in seiner Tasche herum und Gandalf merkt etwas. Was könnte das wohl sein? Vielleicht der Ring. Doch warum ist Gandalf überhaupt da? Bilbo wird 111 oder 111 Jahre ist eine schockierend lange Zeit und er schmeißt ein großes Fest. Hier sehen wir zum ersten Mal Samwise Gamgee. Das erste, was er sagt, vielleicht trinke ich doch noch ein Bier. Und ich finde ihn schon jetzt richtig sympathisch. Während die große Geburtstagsfeier so voranschreitet, haben wir einige Director Trademarks. Also das, was Regisseure immer mal wieder machen. Wir haben zwar später noch ein Peter Jackson Cameo, aber hier sehen wir schon mal seine zwei kleinen Kinder, die sich von Bilbo erzählen lassen, wie die Trolle puff zu Stein verwandelt worden. In diesen Establishing Shots sehen wir auch die anderen Protagonisten des Films. Hier haben wir Merry und Pippin, die, wie sollte es auch anders sein, Schabernack treiben. Wir gehen jetzt in eine weitere Special Extended Edition Sequenz, in dem irgendein Hobbit-Pärchen hinter dem Haus her ist und hoffen, dass Bilbo irgendwie stirbt oder so und holy shit, ist das die Mutter aus Braindead? Frodo hilft Bilbo, sich zu verstecken und wir kommen in eine Art, wir haben gerade unser letztes Gesprächssequenz. Die von Merry und Pippin geklauten Feuerwerkskörper laufen amok und wir kriegen einen weiteren Wink-Wink an The Hobbit, in dem ein Feuerwerk aus Drachen kommt und die Party sprengt. Haha, sprengt. Wow, heilige Scheiße, diese Hobbits wissen, wie man feiert. Ach übrigens, das Zelt brennt. Merry talk Brandybuck and Peregrine talk. I might have known. Das ist ein sehr cleverer Weg, wie uns Peter Jackson die Namen dieser Leute verrät. Eine Rede, die wohl berühmteste Sequenz aus dem ersten Viertel des Films, die große Rede von Bilbo Beutlin, die von der optischen Hingabe her 1:1 aus dem Zeichentrickfilm aus den 70er Jahren übernommen wurde. Credit goes to Peter Jackson, richtig gut geworden. Während sich Bilbo vor seinen Mithobbits verabschiedet, spielt er hinter dem Rücken mit dem Ring und wupp, er verschwindet absichtlich und alle sagen, ja, und hier eine sehr witzige Anekdote, Fun Fact Nummer 2, in dieser Aufnahme war wirklich Ian Holm zu sehen und sie haben ihn rausgepainted. Das ist meines Erachtens verdammt verschwendetes Geld, dass sich im Endeffekt nur das Türchen vorne und die Haustür bewegen. Man hätte das einfach irgendwie mit Animatronik öffnen können und fertig, anstatt ihn einfach rauszupainten.
Jesus Christ. Doch Gandalf weiß, wie man sich beamt und überrascht Bilbo. Er sagt, es gibt viele Zauberringe auf dieser Welt, Bilbo Beutlin, und keinen sollte man leichtfertig benutzen. Lass den Ring hier, du hattest ihn lange genug, worauf Bilbo ziemlich stinkig wird. Da Gandalf ein kleines Foreshadowing hat, was der Ring aus Bilbo machen könnte, sagt er, dass er ihm den Ring geben soll. Als dann Bilbo sagt, du willst ihn nur für dich selbst haben, wird Gandalf düster und Bilbo lässt ihm den Ring dann da. In einer sehr ikonischen Sequenz wird der Ring auf den Boden befördert. Hier habe ich einen weiteren Fun Fact für euch. Erstmal, hello Camera Guy, aber ich finde das nicht schlimm. Das ist die einzige Art und Weise, wie man diesen Ring hätte filmen können. Und wenn man da für 0,5 Sekunden vergisst, den Kameramann rauszupainten, das ist mir vollkommen egal. Außerdem ist dieser Ring eine Replika, die ungefähr 5 oder 10 Mal, glaube ich, sogar größer ist als die Replik, die wir gerade eben in den Händen der Hauptfigur gesehen haben. Außerdem ist es unter den Fußplatten ein großer Magnet, der dafür sorgt, dass der Ring einfach wumm wie ein Stein fällt und nicht herumhüpft. In einer sehr schönen Sequenz verabschieden sich Bilbo und Gandalf voneinander und er sagt, er schreitet jetzt voran. Da Frodo auf der Suche nach seinem Onkel ist, kommt er an Beutelsend vorbei und findet den Ring auf dem Boden. Und Gandalf im Stuhl. Zum Glück hat Gandalf schon den ganzen Abend seinen Verstand mit dem Weed der Hobbits erweitert und so hält er es für eine gute Idee, den Ring in einen kleinen Umschlag zu stecken und ihm Frodo zu geben. Dann muss er schnellstens los, weil er eine Vermutung hat, die sich bald als wahr bestätigt. In der Zwischenzeit, irgendwo in Mordor haben wir diese Festung. Sie heißt Barad-dûr und sie ist ein Model. Das ist wirklich wahr, die haben das Ding wirklich gebaut. Sie haben Gollum gefunden. Das ist ziemlich tragisch für den kleinen Knilch und er sagt Auenland, Beutlin. Auf seinen Snitch-Service gehen dann die Neuen hinaus aus der Festung Minas Morgul. Wer sind die Neuen? Das sind die Neuen Könige, die wir vorhin gesehen haben. Irony strikes hard. Leider kann man an dieser Einstellung hier sehen, dass der Film doch etwas in die Jahre gekommen ist, da wir wirklich den Bluescreen-Effekt ein wenig deutlich sehen. Minas Tirith, Schwesterstadt von Minas Morgul. Ach so, das sollen wir jetzt noch gar nicht so. Gandalf reist in die Hauptstadt von Gondor, um Nachforschungen über den einen Ring anzustellen. Nach ein paar Humpen und ein paar Ladungen Weed findet er dann die Aufzeichnungen von Isildur, wie er erklärt, wie der Ring der Macht gefunden wurde. Man sieht, dass nur das Feuer eben jene Inschriften sichtbar machen kann und er reist sofort zurück in das Auenland, um Frodo das zu erzählen. In der Zwischenzeit sind die Nazgul, wie die Ringgeister oder die Neuen auch genannt werden, in Hobbingen angekommen. Hier haben wir eine weitere Special Extended Sequenz, in dem Merry und Pippin im grünen Drachen vor sich hinträllern, während sie Bier trinken. Und auch eine weitere Establishing Aufnahme, in dem Samwise Interesse an Rosie bekundet wird. Während der trunkene Frodo auf dem Weg nach Hause ist, wird er von dieser intensiven Ian McKellen Großaufnahme aus den Träumen gerissen. Gandalf ist zurückgekehrt und ist sichtbar paranoid, schmeißt den Briefumschlag mit dem Ring ins Feuer und gibt ihn dann Frodo und fragt, was er sieht. Wie schon zu erwarten, sind die Inschriften, die Isildur in seinem Schreiben erwähnt hat, auf diesem Ring und Gandalf ist sich sicher. Dies ist der eine Ring. In einer weiteren intensiven Close-Up-Aufnahme von Sir Ian McKellen erklärt er uns den Plot des Films. Sauron war mal, Sauron ist immer noch, Sauron will ihn, der Ring will Sauron und wenn die sich finden, sind wir alle ganz schön geschmiert. Als Frodo dann selbstlos sagt, nimm du ihn, sagt Gandalf nein, denn durch ihn wäre er eine viel zu große Macht. Was im Endeffekt nur bedeutet, dass Frodo den Ring nehmen soll, weil er klein und unbedeutend ist. Er kann sich nur wirklich bösartig entfalten, wenn jemand richtig Starkes diesen Ring trägt. Aus dem Grund wählt Gandalf Frodo aus. Frodo, selbstlos wie er ist, sagt auch sofort ja. Hier haben wir wieder einen Composite-Shot, der allerdings ein bisschen einfacher ist. Die beiden stehen einfach nicht gegenüber, sondern
weiter auseinander. Der Frodo ist ein bisschen weiter weg von der Kamera und deswegen sieht er kleiner aus. Aber Samwise hat gelauscht und die ganze Konversation über Sauron und den einen Ring mitbekommen und das führt zu einem sehr witzigen Spruch von Ian McKellen. A little late to trimming the verge, don't you think? Die einzige Möglichkeit, die Gandalf jetzt sieht, ist, dass Sam der stetige Begleiter von Frodo wird. Diese Aufnahme hat übrigens einen weiteren Fun Fact. Das ist ungefähr 4:30 Uhr morgens und das ganze Drehteam ist extra aufgestanden, nur um diese eine Wetterstimmung zu filmen. Gandalf lässt dann die beiden Hobbits alleine durch das Land ziehen und sagt, sie müssen nach Bre. Dort wird der Ring vielleicht sicher sein. Er sagt auch, er wird sie dort treffen. In einer dieser Wandersequenzen, wie wir sie hier sehen, die ist nur in der Special Extended Edition zu sehen, sehen wir Waldelfen, deren einzige Aufgabe es ist, in Slow-Mo durch den Wald zu gehen. Meanwhile, back with Gandalf. Er ist auf dem Weg nach Isengard oder Isengard, wie es im Original heißt, um sich mit dem Obersten seiner Order zu treffen, Saruman dem Weisen, gespielt von Christopher Lee. Und ich möchte jetzt nicht nitpicky sein, aber diese Ketten und so weiter, diese Abgrenzung, Jesus, wirklich? Das sieht einfach so aus, als hätten die das einfach vergessen rauszuschnibbeln. Als wäre das einfach irgend so ein Park und fertig. Jetzt gesteht Gandalf, dass der Ring der Macht jahrelang vor seiner Schnauze war. Er hat es allerdings nicht gesehen und das führt zu einem weiteren coolen Spruch von Christopher Lee. Your love for the halfling's leaf has surely slowed your mind. Ich verstehe langsam, warum die Comedy-Version Lord of the Weed entstanden ist. Saruman gesteht seinerseits, dass er ein Palantir benutzt hat, eine Art sehender Stein. Und er hat dort die Pläne von Sauron gesehen. Er wird sich eine Streitmacht aufbauen und Mittelerde nach seinen Ermessen umkrempeln. Da sich Saruman auf der sicheren Seite fühlt, wenn er sich mit Sauron verbündet, endet das in einem Kampf zwischen Gandalf und Saruman. Sie prügeln sich sozusagen mit der unsichtbaren Kraft ihrer Stäbe. Und das hat Peter Jackson mal wieder grandios umgesetzt. Das ist allgemein sehr geil geworden in den Herr der Ringe Filmen, da man die Magie nie wirklich sieht. Es ist immer so eine Art Sound, der die Kraft sozusagen symbolisiert. Was mit Gandalf passiert, wissen wir nicht. Wir wissen es natürlich, wenn wir das Buch gelesen haben, aber der Zuschauer soll ja ein bisschen mitfiebern. Meanwhile bei Sam und Frodo treffen sie auf Merry und Pippin. Ganz, ganz zufällig. Oder die beiden gerade irgendwie Gemüse geklaut haben, müssen sie zu viert fliehen. Auf ihrer Flucht landen sie auf einem Weg, sie landen sprichwörtlich da, und Frodo sagt, wir müssen sofort von der Straße runter, weil irgendetwas kommt. Das führt dann zur zweiten ikonischen Aufnahme nach der Rede. Die wir da 1:1 aus dem 1970er Cartoon übernommen wurde. Wieder mal all credit goes to Peter Jackson, das hat er wirklich mit viel Liebe zu Detail umgesetzt. Noch dazu muss man erwähnen, dass das einer der ersten Drehtage war, wenn nicht sogar der erste. Und das ist irgendwo in einem kleinen Park in Wellington, das heißt die Bäume und der Baum und der Weg, wo der Rider ist. Mehr gibt es da im Endeffekt nicht und würde man die Kamera ein bisschen weiter drehen, sind wir schon auf der Straße. Durch einen glücklichen Zufall entkommen sie dem Nazgul. Apropos, by the way, fun fact, der Schrei des Nazgul ist in Wirklichkeit eine modifizierte Version von Fran Walsh Schrei, als sie heiser war. Das ist übrigens die Frau von Peter Jackson. Sie kommen also nach ihrer geglückten Flucht in Bre an. Hier haben wir wieder einen einfachen Trickshot. Wir haben da vorne die Zwergwüchsigen, die als Hobbits posieren. Und hier hinten haben wir Dominic Monaghan, der einfach auf den Knien sitzt und sich dann sozusagen zur Kamera umdreht, um zu suggerieren, dass er genauso groß ist wie die Zwerge davor. Das ist mal wieder richtig clever und man spart sich Geld. Hier Directors Cameo, 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 Carrot Onesie. Und hier ist wieder mal ein kleiner Trick, um die Hobbits klein zu machen. Wir haben ja zum Beinen haben wir die das Set, das natürlich größer gebaut wurde, übermenschlich groß, damit diese vier Schauspieler klein aussehen. Außerdem haben wir diesen einen Typen, der da gerade durchs Bild geht. Der ist in Wirklichkeit kein Typ, das ist ein großer Roboter. Das ist kein Scheiß, das ist ein großer Roboter. Viggo Mortensen war nicht die erste Wahl für die Rolle des Aragorn. Davor war es irgend so ein Typ, ich habe gerade vergessen, wer das war. Und die ersten Aufnahmen wurden mit dem anderen Typen gedreht. Der ist dann rausgedroppt und Viggo Mortensen kam an Bord. Und das waren dann sozusagen die ersten Aufnahmen, die er für diesen Film gemacht hat. In einer ungeschickten Sequenz stolpert Frodo und der Ring gleitet unglücklicherweise auf seinen Finger. Wupp. Wir begeben uns dann in eine Scheinwelt, Schattenwelt, Paralleldimension, wo Sauron erstmal Hallo sagt und zum ersten Mal sehen wir das große Auge Lidless surrounded by flame. Wir haben jetzt sozusagen unseren Antagonisten endlich mal in Konfrontation mit dem Protagonisten. Das Ganze bekommt natürlich Aragorn mit, den wir bisher nur als Streicher, Strider, kennen. Und er erklärt uns, dass sobald er den Ring aufzieht, die Ringgeister zu deren Macht
gezogen werden. Er rettet die vier Hobbits, indem er sie woanders unterbringt, und die Ringgeister zerstechen irgendwelche Kissen in den Betten, wo sie die Hobbits vermuten. Übrigens, diese Aufnahme ist auch wieder ganz witzig, wenn ihr euch den Film mal wieder anschaut demnächst. Elijah Wood ist mitten im Bild, nachdem die Kamera offensichtlich an ihm vorbeifährt, obwohl die Kameraaufnahme so aussehen sollte, als wäre es ein Zoom zurück. Ihr müsst einfach mal darauf achten, es ist einfach so, dass sich Elijah Wood dann sozusagen von links her ins Bild reinlehnt. Das ist ziemlich witzig. Hier haben wir jetzt zwei Segmente aus der Special Extended Edition, die in der Theatrical Release nicht zu sehen war. Hier haben wir eine Moor-Szene, das ist ein echtes Moor, das arme Pferd, die armen Schauspieler. In der zweiten Sequenz erzählt uns Aragorn über Beren und seine elbische Freundin. Das ist natürlich ein Wink-Wink an Aragorn und Arwen. Und wir kriegen ein bisschen Character Development zwischen Frodo und Aragorn. Gandalf ist nun ein Gefangener von Saruman und chillt im Regen auf Orthanc. Um ihn herum sehen wir, dass eine Armee aus dem Boden gestampft wird. Sprichwörtlich aus dem Boden. Reißt alle Bäume heraus. Saruman ist also ein richtiger Bad Motherfucker geworden. Er hat sich mit Sauron verbündet und zerstört jetzt die Landschaft. Das ist eine Message, die auch schon in J.R.R. Tolkiens Roman zu sehen ist, dass die Industrie die Natur verdrängt. Tolkien war ein naturliebender Mensch. Er hat den Ersten Weltkrieg auch miterlebt und ist seitdem ein großer Gegner von Gewalt und Kriegsmaschinerie gewesen. Dass er den Bösewicht in seinem Roman jetzt dann so personifiziert, ist mehr als nur nachvollziehbar.